Ja, Christian sagt schon Abunai. Das muss man auch erstmal bringen mit weißen Chucks hier im Naturteich. Aber ich habe jetzt gerade noch überhaupt keinen Bock, diese schwitzige Hose anzuziehen. Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute, das mit den Chucks war eine scheiß Idee, ich sehe das schon. Da oben lachen sie schon alle. Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute live von unserem Naturteich Kirita, einer der am idyllischsten gelegenen Naturteiche. Ich habe den erst, ich glaube 10 Jahre, wo ich schon bei Konishi war, habe ich den erst kennengelernt, weil er war traditionell für die Elterntiere, für die weiblichen Elterntiere reserviert. Und da die weiblichen Elterntiere im Winter nicht abgefischt werden, beziehungsweise im Herbst, sondern kalt überwintern, wegen der Hypophyse, dass das Laichergebnis, das Zuchtergebnis möglichst hoch ist, war ich also nie da, wenn der abgefischt wurde. Aber irgendwann hat sich das ganze Naturteichprogramm geändert. Man hat einen eigenen Naturteichpark gebaut für die Elterntiere, um einfach da flexibler zu sein und die ganzen Elterntiere auf einer Stelle zu haben, was es natürlich auch einfacher macht, die zurück zur Farm zu holen im April, wenn es soweit ist. Und dann hat man angefangen, man hat mal 4-5-jährige Fische hier drin gehabt, man hat mal 6-jährige Fische drin gehabt. Und dieses Jahr, und ich glaube, das ist das erste Mal, wurden hier 2-jährige eingesetzt, die jetzt zu 3-jährigen herangewachsen sind. Und das ist im Prinzip die Qualität, die wir jetzt aus Ippon Matsu geholt haben. Also die 2-jährigen, die, also ich glaube, ich brauche schon wieder ein neues Pärchen Chucks. Die Qualität, die wir jetzt aus Ippon Matsu geholt haben, also die Nisai, die im Shop sind, also wunderschöne Tiere, aber jetzt nicht die absolute High Grade. Wir haben zwar hier wahrscheinlich den besten Kuchaku des Jahrgangs drin, wir haben den besten Genrin Ochiba des Jahrgangs drin, wir haben einige gute Koi, aber ich habe gerade Makoto gefragt, die Durchschnittsqualität wird etwas niedriger sein als das, was wir aus Hongo gesehen haben, da wo wirklich von der Farm die Top-Tategoi drin waren. So. Wir haben noch einen speziellen Gast, wir haben 2 spezielle Gäste. Einmal ist Konishi mit dabei, der telefoniert gerade da hinten. Und dann haben wir, und deshalb das Stativ hier, haben wir noch jemand vom japanischen Fernsehen da. Das haben wir eigentlich fast jedes Jahr, dass irgendein lokaler Fernsehsender eine kleine Reportage über das Abfischen der Naturteiche machen möchte. Zwar ist das Thema Koi in Japan nicht mehr so groß, wie es vielleicht schon mal irgendwann war. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, viele Koi-Teiche wurden aufgegeben, weil die Leute den Platz, was sie für einen Teich hatten, haben sie gebraucht, um einen Parkplatz draus zu machen. Man bekommt in manchen Stadtteilen Hiroshimas oder in den Großstädten Japans ein Auto nur noch angemeldet, wenn man auch tatsächlich einen Parkplatz nachweisen kann. Das ist natürlich für viele dann wichtiger als ein Koi-Teich und darum halten heute auch viele Koi in Aquarien. Aber nichtsdestotrotz, das Interesse an diesem japanischen Kulturgut ist natürlich nach wie vor da. Und da ist jetzt, wie gesagt, Makoto gibt gerade oben neben der Kamera ein Interview. Und drum haben wir da immer wieder Gäste vom Fernsehen mit dabei. So, die Jungs frühstücken noch. Das heißt, wir haben noch ein paar Minuten und dann geht's los. Und dann freuen wir uns auf genau 54 Sansai, die heute zurückkommen, die auch hoffentlich zurückkommen. Sie wissen, Naturteich ist immer irgendwo ein Risiko. Ich möchte es mal in diesem Jahr mit ca. 5%, 3-5% der eingesetzten Koi, die tatsächlich über den Winter verloren gehen. Und das ist deutlich mehr, als wir Verluste haben in der Glashausaufzucht. Man weiß natürlich nie, woran sterben die Fische. Das ist natürlich auch schwer zu sagen, aber irgendeinen Grund wird es haben. Und die Natur ist dann natürlich unerbittlicher als jetzt eine Glashausaufzucht, wo man wirklich tagtäglich sieht, auch wenn vielleicht ein Koi mal in die falsche Richtung geht. Oder wenn auch die ganze Gruppe, Sie wissen ja, wie das ist. Wir können hier nur im Prinzip irgendwo mehr oder weniger schätzen, wie viel Futter brauchen die Koi. Aber Sie wissen es von Ihrem Teich selber, die Fresslaune ist nicht jeden Tag gleich. Da können wir natürlich hier auf die Fresslaune an sich nicht eingehen. In der Glashausaufzucht ist es natürlich sehr viel einfacher, wo wir dann sagen können, okay, heute gehen sie zögerlich morgens ans Futter. Dann setzt man vielleicht auch mal einen Tag aus oder mal einen halben Tag. Aber es ist natürlich nicht die, wie es viele meiner Kunden so sagen, nicht die Druckbetankung wie im Naturteich. Das kann natürlich, kann sich rächen, so wie auch in Kumahira, dass man nachher 5, 6, 7 Fische hat, die es rot verloren hat, einfach weil die mal einen wahnsinnigen Wachstumssprung gemacht haben. Also es ist die ganze Naturteichgeschichte ist bei weitem nicht so steuerbar. Man kann ein sensationelles Ergebnis haben, aber man kann auch ein durchschnittliches oder auch ein schlechtes Ergebnis haben. Und da ist man natürlich in gewisser Weise in der Glashausaufzucht davor gefeit. So, dann geht es jetzt gleich los. Ich kämpfe jetzt mit meinen weißen Chucks wieder hier nach oben. Da hat es übrigens mal ein Kunde runtergewichst, die Natur, die Wand hier, den Damm. Das war auch lustig.
Mich wundert es übrigens, aber das ist jetzt wieder Pandoras Box, was ich jetzt... Ey, das, also hoch ist noch schlimmer als runter. Die warten jetzt nur drauf, dass es mich reinlegt. Wundert mich übrigens, aber wahrscheinlich öffne ich jetzt mal wieder Pandoras Box, dass es noch nie so richtig mal jemand reingelegt hat, sondern dass alles bisher immer glimpflich ausging. Oh Mann. Wenn das meine Mama sieht, das ist echt Sauerei. So, Kranwagen geht auch an. Das heißt, in wenigen Minuten geht's los. So, Ralf will es auch wissen, ob man hier hinfallen kann. Das Netz wird gerade zusammengezogen. Test, Test. Die Fische merken, dass was anders wird. Das ist immer die Gefahr beim Abfischen. Wenn einer durchdreht, drehen alle durch. Viele zumindest. Nikita, Nikita Schüssi. Niki, Schüssi Decke. Der Schlamm hier ist richtig tief, mit Sicherheit 50, 60 cm. Da stecke ich jetzt gerade auch drin. Scheiße. Oh. Drunter für keine. Winnie Pooh ist auch schon da. Chef wartet oben, bis endlich die Fische kommen. Das Wasser hinten reingelaufen, Ralf? Ja. Ralf hat es geschafft, hat sich das Höschen gefüllt.
Du bist angelaufen gekommen mit deiner Bugwelle, die du hast. Mit der Bugwelle. Proszę, tak, kucza komu jedu? Kucza komu jedu chodzi, jo? Co to, gendry na ciebie mu? Also, beste Kutschaku, beste Gendrin Ochiba und beste Ochiba des letzten Jahrgangs sind drin. Das war's dann wohl mit der Qualität. Was lachst du da, Ralf? Ich hab's auch gerade gedacht. Ja, aber das ist das, was ich Ihnen gesagt habe. Das ist Naturteich hat von allerlei Hinsicht Vor- und hat Nachteile, das ist wie immer. Hinten ist nochmal einer abgehauen. Also Ralf, so wie du da rumstackst, kann ich jetzt schon mal googeln. Nikon Reparatur Schnellservice Hiroshima, Japan, oder? Machen wir doch schon zweimal. Ja, aber ein drittes Mal wollte ich nicht gehen. Noch die Urkraft drin enthalten. Dong. Also irgendwie werden gerade nur Schuhsui abgefischt. Haben die gerade Schwäbisch geschwitzt oder was? Ah, jetzt Kutschaku. Yogata. Und den Kohaku. Was ist das? Koshibado? Daibraku. Oh, iyo. Arigato.
Da ist oben. Der muss schon du Chisaku mir, du, Anokoi. Boah, kaum sage ich gerade, dass die Koi heute ein bisschen klein aussehen. Hol da einen riesen Ochiba raus. Chaku. Da waren gerade zwei Libellen, die Vögeln. Andersrum geht es nicht. An dir auch. Oh Gott, Ralf, fruchtbares Gebiet. Also auch Ochiba, den haben Sie ja gerade gesehen, das ist so eine facettenreiche Varietät. Also wer da immer glaubt, die sind einfach nur braun und grau, die gibt es mit Schwarz im... Oh, 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 oh. Jetzt wäre ich aber selber gerade fast im Schlamm gelegen. Ja, die gibt es mit unterschiedlichsten Brauntönen, mit unterschiedlichsten Grautönen, die gibt es mit Netzmuster, die gibt es mit Aminomé, mit diesem schwarzen Punkt in der Schuppentasche oder am Schuppenanfang. Also das ist auch kein Ochiba gleich dem anderen. Das hast du wieder gut hingekriegt, Ralf, super. Gut, das ist deine erste Ikeage, von daher hast du nicht wissen können, dass wir sie spritzen. Ja. Du sagst immer, geh dicht dran, ganz dicht. Ja. Das sind die Libellen. Sind sie jetzt nicht? Also der Schlamm ist hier wirklich teuflisch tief. Man steckt da wirklich drin. Wie ein Stöpsel in der Badwanne. Sag mal, Ralf, rede ich heute mehr Schwäbisch als normal? Was? Schön, gell? Heute bist du ganz lässig. Hä? Heute bist du ganz lässig. Bin ich lässig heute, okay? Hier ein sehr heller Ochiba mit sehr hellem Grau, tollem Kontrast, braun zu grau. Wenn Sie den jetzt anschauen, der hat im Gegensatz dazu dann diese Punkt in der Schuppe. Schon wieder einer abgehauen. Jungs, das Ding mit dem Netz hättet ihr euch heute gerade sparen können, war reine Zeitverschwendung. Kuchima gibt alles. Ja, dann machen wir wieder ein bisschen Facebook Live.
Ralf kämpft sich gerade auch raus. Melanie wäre jetzt schön. Die wird es wieder schaffen. Touchdown. Melanie hat es noch kein Glück, ne? Ne? Aber ich bleibe jetzt mit der Kamera einfach mal drauf, weil gerade sieht es vielversprechend aus. Gibst du mir mal die andere Kamera? Kojima hat ihn jetzt tatsächlich. Oh, der stapft da hin und holt das Ding aus dem Schlamm. Hier wird weiter abgelassen. Christian kommt immer ein paar Tage vorher, bevor abgefischt wird. Also Sie haben vielleicht bemerkt, dass wir dieses Jahr die Blocks am Anfang überwiegend vom Abfischen und vom Vermessen der Koi im Glashaus machen. Wir finden es sehr interessant, das ist für uns der Jahreshöhepunkt und sind immer sehr lange Blocks. Einfach im Hintergrund ein bisschen auf den Ralf achten, dass sie nicht verpassen, wenn sie ihn dann doch reinhaut. Und für uns ist das der Jahreshöhepunkt, weil man da natürlich ein unverblümtes, ehrliches Feedback über die Arbeit der letzten Jahre bekommt. Also wie war eine Zucht, wenn Elterntiere gewechselt wurden in der Blutlinie? Wie wirkt sich das aufs Wachstum aus? Wie wachsen sie? Wachsen sie konstant durch? Haben manche Varietäten dann einen Wachstumsstopp nach dem ersten, zweiten Jahr? Weil auch das ist nicht immer gegeben, dass die Fische, auch wenn sie gutes Wachstumspotenzial haben, dass eine Blutlinie dann auch tatsächlich durchstartet bis 80 cm. Unsere Ojiba wachsen zum Beispiel bis 70 sehr schnell, werden dann ein bisschen langsamer. Genauso die Shusui, Kuchaku dagegen, die rasen förmlich in die Jumbo-Klasse hinein. Und so ist einfach hier, sind individuelle Unterschiede in den Blutlinien. Und wenn Sie ein Elterntier wechseln, dann kann das schon zur Folge haben, dass das Ergebnis ein vollkommen anderes ist. Auch was die Farbstabilität, Farbqualität angeht, bei langsam, bei schnellem Wachstum. Und da machen sich die Jungs dann schon richtig Gedanken. Und Sie sehen vielleicht auch, wie Akimoto auch immer wieder Fische hier in die Hand nimmt und gleich im Teich anschaut. Und ich glaube, der denkt dann nochmal über ganz andere Dinge nach. Aber ich glaube, eins kann man hier schon mal festhalten. Das Wachstum in Kirita war dieses Jahr wahrscheinlich nicht gerade überwältigend gut, aber wir haben es ja schon von anderen Teichen gehört. Der September war kalt, war sehr regnerisch und da merkt man natürlich immer gleich 2-3 cm. Gerade kam ein wunderschöner Ojiba. So, und wir gehen jetzt mal nach oben und schauen, was Konishi da oben treibt. So, hauptsächlich Shusui und Ojiba bislang. Sieht hier oben im blauen Wasser gleich wieder ganz anders aus. Ma. Ja, übrigens in den Finals in Japan hat jetzt Hiroshima zweimal die Hucke von Hokkaido vollgekriegt. Jetzt steht es 2-2. Ich bin der Einzige, der morgens in den Shop kommt und jubelt. Ich bin für Hokkaido. Hamu Fighters. Konishi ist gerade. Hiroshima Cup. Die ganze Stadt spielt sowas von verrückt. Und ich habe schon überall gefragt, ob es irgendwo ein Trikot gibt von den Hamu Fighters. Makoto rät mir davon ab, sowas öffentlich zu tragen. Und jetzt kommen sie noch einmal, müssen sie ein Ding spielen in Hokkaido und dann kommen sie zurück nach Hiroshima für 2 Spiele. Aber für mich ist der Drops gelutscht. Die schaffen das nicht. Hokkaido. Ein schön gequältes Lächeln, oder?
Kanokokutsche. Chiba war super schön. Kontrast war so gut. Wow, das ist ein geiler Fisch. Kohaku. Schüssel. Kutschako. Muss da aktiv sein. Blubbert ein bisschen. So, hier kommt die nächste Lieferung mit 6 Stück. Dann sind 36 von 54. Kromo? Super Kromo. Dann schon Ochiba kommt noch. Ochiba. Lass ihn mal hinter dich. Achtung, Ralf. Necke, du links von mir. Sehr schöne Schüsse. Tancho, Ochiba. Double Tancho. Dann kommt die nächste Runde. Ah, das ist Konishis Liebling, Subarashi, Mada Sugoi, ne? Ha? Das ist einer der wenigen Fische, die letztes Jahr als Nisei als unverkäuflich erklärt wurden. Und Genrin Ochiba, vielleicht der Beste, der in den letzten Jahren bei Konishi geboren wurde. Genmatsuba, Kuchakukara. Karashigoi. Kromo. Auch gut geworden, sagt er. Yokunata. Oh. Niban Hino Desaster. Ha? Makoto ist traurig, dass ich sein Kohaku
Ist das ein Kohaku-Kader? Dass sich sein Kohaku mit Nibanhi so verändert hat. Aber auch das gibt es. Wir haben es mit einer lebenden Ware zu tun, die sich permanent am Verändern ist. Und da hilft alles nichts. Jetzt gucken wir nochmal nach unten. Und dann ist auch der nächste Teich komplett abgefischt. Gucken wir mal, ob noch was drin ist. Aber scheint leer zu sein. Ja, ich bin gespannt nachher aufs Glashaus. Wir haben sehr, sehr, sehr schöne Fische gesehen, aber auch mäßig gute. Ist auch noch einer drin. Ne, Beifang. Und jetzt haben sie noch ein paar hinten in ihrem Winnie-Pooh-Becken. Geben wir uns noch kurz ein bisschen Schlammfeeling. Und dann sind auch die Fische aus Kirita 2016 abgefischt. Immer wenn ich nach Japan komme, denke ich, wow, das zieht sich wie Kaugummi. Am Ende überhaupt nicht. Das geht alles schneller als erwartet. Wann ist er? Was? Ein Barsch. Kutschaku. Kein Ringkohaku. So, dann würde ich sagen, wir sind hier durch. Alles andere kriegt ihr dann, bekommen Sie dann. Wow, Survey. Genialer Goromo gerade. Alles andere, das Vermessen der Fische, was im Glashaus dann abläuft, das gibt es in einem eigenen Blog. Auch das wie immer interessant. Und ich kann Ihnen wieder versprechen, 15 Fische circa, die wir Ihnen dann zeigen werden. Die sind es mehr als wert, das muss ich Ihnen zeigen. Und ich würde sagen, wir geben zurück. Konishi gibt gerade oben auf dem LKW noch ein Interview fürs japanische Fernsehen. Und Akimoto gibt gerade das Signal Owari, das heißt, wir sind hier fertig. Für die Facebook-Live-Zuschauer sind wir noch ein bisschen da. Und Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Blog. Demnächst kommt Tsukura. Und Tsukura kommen die, nicht die ganz großen, aber schon die großen Karashigoi zurück. Auch darauf können Sie sich freuen, weil auch davon werden wir wieder berichten. Ihnen alles Gute. Wir haben heute wahrscheinlich den letzten wirklich schönen Tag. Und bis die Tage. Ciao.